Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Wir sind im letzten Part in den Schneeruinen angekommen und ja, wir sind hier eigentlich relativ gut vorbereitet für. Uns fehlt glaube ich nur ein kleiner Schlüssel, ansonsten haben wir hier alles. Bin mal gespannt, was hier so passieren wird. Wir haben hier direkt eine kleine Geisterseele und ich glaube, wenn man hier so die Rüstung kaputt macht, kommen da auch irgendwo, oh guck mal, hier ist sogar eine Schatzkiste, kommen Schatzkisten und Geisterseele noch bei rum. Geil. Ich bin gespannt. Ja, irgendwo ist eine Geisterseele drin, da bin ich mir fast sicher. Deswegen, wir machen die alle mal kurz kaputt. Hier vielleicht? Nee. Hier ist noch eine Kiste hinter. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Nice. Ah, Geld. Keiner braucht dieses Geld. Was ist denn nur... Wie viel Geld es einfach in diesem Spiel gibt. Unglaublich. So, genau, da ist die Geisterseele drin. Und da haben wir jetzt gleich zu Partbeginn auch nochmal zwei wunderschöne Geisterseelen. Fabelhaft, zack, 41. Ah, 20 Rubine. Mann, oh. Aber du bringst was Gutes, ne? Ich spüre es. 42. Oh, jawohl. Die Sora-Rüstung. Oh, schön. Ja, damit kann man auf jeden Fall auch was anfangen. Vor allem ist das ja auch farblich gerandomized. Wäre sowieso mal interessant, sich das anzuschauen. Mal gucken, wie das ausschaut. Das ist nicht gerandomized, aber das hier so rotmäßig, ne? Ja. Sieht nicht schlecht aus. Aber wir bleiben erstmal Blacky. Gerade weil wir in einem Eisgebiet sind. Machen, glaube ich, obwohl... Wie ist die Beschreibung? Steht hier gar nicht. Kann ich mir noch was anhören? Nö. Hm. Okay. Bleiben wir erstmal dabei. Okay, wir könnten jetzt theoretisch hier direkt durchgehen. Oben. Ich glaube, oben könnten wir auch lang gehen. Aber wir gehen erstmal in den Haupteingang. Man kann hier auf jeden Fall ein bisschen schummeln, so dass man einen Schlüssel weniger braucht, habe ich so in Erinnerung. Hallo! Ach, schön. Ein Herzteil kriegt man auch noch von ihr. Den Leuten auch immer schön reden. Genau, und die sagt ja auch, wir sollen immer verschiedene Orte aufsuchen. Hm. Okay. An sich ist auch hier schon die Tür offen. Da... Ja, ich geh jetzt mal da rein. Let's go. Weiß nicht, ob wir hier viel machen können, aber wir gehen erstmal hier rein. Oh, ist es klug? Warum ist die Tür eigentlich schon offen? Müsste die nicht auch verschlossen sein, diese Tür? Egal, gehen wir erstmal zum Oberpapa. Mhm. Die Musik ist auch so cool. Hallo? Hallo? Redest du nicht mit mir? Doch. Aber ich habe doch Käse dabei, oder? Haben wir den Käse nicht schon gefunden gehabt? Ach, die ist schon fertig. Die Suppe ist schon fertig. Verstehe. Nee, ist nicht fertig, ne? Normalerweise schwimmt da noch mehr drin rum. Aber wir haben doch Käse gefunden gehabt. Ich bin verwirrt. Egal, wir gehen jetzt hier lang. So, schauen wir mal. Was passiert hier? Hier haben wir, glaube ich, erstmal ein Schieberätsel, ne? Jo. Und das können wir halt auch schon komplettieren, theoretisch, weil wir haben ja den Morgenstern. Normalerweise kannst du das nicht komplettieren ohne Morgenstern, aber wir können es halt. Weil wir cool sind. Dum, du, 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 dum. Deswegen, wir machen erstmal den. Dann schiebe ich den hier rüber. Dann schieben wir den da rüber. Dann haue ich den da dran. Und dann können wir den Schalter wuppen. So, ich soll ja dahin, wo der rote Fleck ist, ne? Auf der Karte. Die Musik ist sehr, sehr interessant. Erinnert mich gerade voll an Peach Schloss irgendwie. Du, 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 du.
So, jetzt geht's raus, oder? Ja, jetzt geht's erstmal raus. Okay. Hier kann ich halt jetzt direkt durchbashen. Und dadurch sparen wir, glaube ich, schon einen Schlüssel, oder? Ist das nicht irgendwie so? Beziehungsweise... Ich könnte jetzt halt hier rein. Hier könnte ich auch raus. Okay, ich spare hier doch keinen Schlüssel. Hier gibt es aber viele Schatzkisten. Okay. Werden wir erstmal kurz zum Wolf. Schauen uns hier mal die Schatzkisten an, die kleinen. Die hier rumstehen. Ah, der Torschlüssel nach Kakariko. Okay, ja. Ich weiß halt nicht genau, wo ich den einordnen kann. Ich glaube sogar, das ist der hier unten. Ich glaube, das hier habe ich sowieso schon fertig. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, und ich glaube, den hier hatte ich die ganze Zeit an. Aber ich glaube, das ist der, den wir jetzt gefunden haben. Okay. So, einmal buddeln bitte und dann gucken wir mal, was in der Schatzkiste hier drin ist. Noch eine Geisterseele. Okay, das ist ja nicht weiter. Bad. So, wir werden mal wieder zum Mensch und hauen hier mal mit dem Morgenstern durch. Oh Gott. Nein, das war schlecht. Du. Shit. Was mache ich denn? Hier haben wir auch noch eine kleine Schatzkiste. Mann, ihr haltet aber auch was aus. Ne? So. Oh, Bombenkäfer. Okay. Und hier... Hier müsste noch eine Schatzkiste sein. Die ist auch so komisch verbuddelt, ne? Ja, hier, ich sehe so ein bisschen die Erhöhung. Zack. Nochmal buddeln? Nee. Okay. Und noch eine Geisterseele. Oh mein Gott. Wie viele Geisterseelen. Ja, die Frage ist jetzt, wo gehen wir am dümmsten lang? Was ergibt den meisten Sinn? Können wir das Spiel auch so ein bisschen austricksen, dass wir den kleinen Schlüssel da irgendwie umgehen können? Geht das? Ich gehe nochmal kurz zurück in den Raum davor. Weil theoretisch kannst du halt die Türen auch... möglicherweise so ein bisschen umgehen. Da müsste man halt oben rumgehen, ne? Egal, ich löse das mal kurz das Rätsel, würde ich sagen. Zack. Ba ba da 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 da. Ba 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 bam. Bam. Ba ba du 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 du. Du 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 du. Okay, ich überlege gerade. Einmal so auf jeden Fall. Dann so hier. Du du du. Und dann muss ich den ich jetzt hier habe, muss ich nach da schieben. Den dann nach da. Genau, und jetzt wiederholen wir das, was wir unten gemacht haben, quasi einmal. Die Musik, ey. Aber irgendwie ist die geil. Irgendwie macht die mich freudig. Ne, das war doof, ne? Ja, das war doof. Warte, das nochmal hier rüber. Den mache ich jetzt auch ganz nach drüben. Ey, das ist doch irgendwie... Erinnert mich das stark an Prinzessin Peach Schloss, ganz ehrlich. So. Da haben wir jetzt oben eine... Oben ist jetzt eine Tür aufgegangen, ne? I think so.
So, dann machen wir die andere Tür noch auf und dann haben wir doch das Schalterrätsel hier schon mal gelöst. Frage ist, müssen wir jetzt zwangsläufig den ersten Schlüssel benutzen? Ich glaube schon. So, genau. Das hätten wir jetzt. Wir müssen ja quasi einmal von da oben kommen und dann haben wir da irgendwie so einen Shortcut, ne? Genau, von da müssen wir einmal kommen. Und von da würden wir kommen. Aber das, da gibt es keine Alternative, glaube ich, hin. Okay, dann ersten Schlüssel benutzen wir. Und ich glaube, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es nochmal eine Schlüsseltür, die wir quasi umgehen können. Die man auslassen kann. Das müsste direkt da drüben die sein. Da müsste, glaube ich, auch ein Schlüssel dran sein. Eine Schlüsseltür. Genau, die können wir, glaube ich, auslassen. Wenn wir uns klug anstellen. Alter, ihr seid aber auch schnell. Aber wir gehen erstmal hier den Weg jetzt. Als offiziellen Weg. Oh Gott. Hui. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Eislevel gar nicht mag? Okay, was haben wir hier? Oh. Oh Gott, das war schlecht. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. So, das war das. Und weiter geht's. Diese Musik? Die ist so gut. Ich habe auch noch nie so wirklich mir die Musik auf Dauer länger angehört. Bin ich ehrlich. So, warte mal, ich komme jetzt auf Typen runter, oder? Ja. Wusste ich's doch. Ah. Die sind halt auch so easy mit Morgenstern. Mit dem Schwert werden die jetzt relativ, ja, anspruchsvoll, sag ich mal. Weil du müsstest die halt einmal komplett wegsteckern, dann kannst du denen ja die Lanze aus der Hand schlagen und dann kannst du sie angreifen. Aber in dem Fall müssen wir das jetzt nicht machen. So. Geisterseele, okay. Nicht nötig, aber auch nicht unnötig, sag ich mal. Okay. So, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt können wir hier nach oben. Bam, 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 bam. Da kommen wir ja doch noch nicht nach da oben. Oder? Wie kommen wir denn da oben raus? Oder rein? Whatever. Ich bin verwirrt. Ich werd heute nicht wirt. Okay, das wird nichts. Alles klar, da haben wir den Abschnitt schon mal beendet. Ich weiß nur nicht, warum. Was ist das da drüben? Das scheint nochmal ein extra Abschnitt zu sein. Und wie ich da hinkomme, weiß ich gerade nicht. Okay, das hätten wir jetzt so gesagt erstmal gemacht. Können wir das jetzt bei der Mutter, bei der Jedi-Frau, erstmal so stehen lassen? Hier gibt es doch auch die Tante, ne? So, dich nehmen wir erstmal mit. Vielleicht brauchen wir dich. So. Aber nur vielleicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie passt die Musik echt gut. Ne, weil das ja auch so eine Art Schloss ist, eine Ruine halt. So, machst du uns jetzt noch irgendwas auf? Ne. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Du, 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 du. Hier, wo komme ich hier raus? Jetzt bin ich auf der gegenüberliegenden Seite, oder? Ja, ja, ja. Guck mal. Das ist doch... Ja. Das habe ich jetzt nämlich ignoriert, quasi. Genau. Sehr, sehr gut. Kann ich damit eigentlich... Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich muss da mit der Kanone hoch. Ja, das wird nichts. Boah, Link, pass auf! Das Ding um den Kopf kriegst, dann ist vorbei.
Genau, den können wir halt jetzt, sage ich mal, austricksen, den Schlüssel. Den braucht man nicht. So, der wäre erledigt. Zack und zack. So, das waren die. Kann ich die runterschießen? Nee, die muss ich glaube ich von der anderen Seite runterschießen. Zack. Kanone. So, dann haben wir hier ein Schlüsselloch. Hier komme ich auf jeden Fall erstmal runter. Da gibt es glaube ich ein Herzteil. Richtig? Sollte. Also, ja. Im Normalfall hätte es da ein Herzteil gegeben. Ich weiß gar nicht, was das für eine Tür ist. Jetzt könnten wir da raus. Da müssen wir später eine Kanonenkugel rüberballern. Aber wir gehen erstmal hier lang. Eieieiei. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall erstmal wieder... Hallo. Und tschüss. So, hier ist auch. Was ist das? Da haben wir einen Enterhakenpunkt. Okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? In dem Raum war ich ja auch noch nicht, oder? Wiedergeld. Ey, das gibt's doch gar nicht. Zack, tschüss. Wo sind wir gerade? Hier war ich auf jeden Fall auch noch nicht. Ne, hier gibt's auch auf jeden Fall auch ein paar Schatzkisten zu holen. Könnte mich danach wieder hochziehen einfach. Okay, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Wo komme ich denn hier sicher runter? Hier. Ja, hier gibt's auf jeden Fall ein bisschen was zu holen. Pass auf, ich baller die erstmal weg. Da haben wir noch im Fenster eine Fledermaus, zack. Und da haben wir auf jeden Fall zwei Schatzkisten, die wir uns erstmal irgendwie organisieren. So, den ballern wir noch weg. Tschüss. Irgendwo habe ich noch eine Fledermaus gehört. Yay. Hi. Hier jump ich einmal rüber. Genauso wie hier. Und da haben wir schon mal die kleine Schatzkiste mit einem weiteren Insekt. Das ist sehr gut. Kann halt, wie gesagt, ja auch immer ein random Item sein. Und dann einmal die Schatzkiste hier. Mit wieder Geld. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Oh, wir haben so Pech. Okay, wie komme ich jetzt am smartesten wieder nach oben? Wir haben auf jeden Fall irgendwo so einen Enterhakenpunkt freigespielt. Ich glaube, der ist aber direkt über mir. Frage ist, will ich wieder nach oben? Weil hier geht's ja jetzt auch noch weiter. Es ist immer wieder ein neues Spielerlebnis, ne? Wenn man so einen Randomizer oder wenn man das Spiel an sich halt andersrum spielt, als man es kennt. Das ist immer wieder interessant. Oh Gott. Komme ich von hier jetzt irgendwo nach oben? Nö. Wie soll ich jetzt wieder zurückkommen? Ah, da ist noch ein der ist viel zu weit weg. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? Ich springe einfach in die Schlucht, genau. Und dann werde ich resettet. Das war der Plan. Mit Sicherheit war das der Plan. So, jetzt sind wir wieder oben. Lassen wir mal so stehen. Wir sind wieder oben, das gefällt uns. Und jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite raus. So, wie gesagt, den einen Schlüssel können wir auf jeden Fall umgehen. Den hier können wir, glaube ich, nicht umgehen. Genau, jetzt sind wir auch hier. Das heißt, hier können wir uns auch erstmal wieder einen Enterhakenpunkt schaffen. So, jetzt gehen wir einmal darüber. Oh, 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 oh. Penner. Okay, wir haben ihn. Alles klar. Nice.
Gut, und da hinten haben wir noch eine Schatzkiste. Die holen wir uns jetzt auch noch schnell. Was war das denn? Boah, Frame-Einbrüche, ey. Was ist denn jetzt los? Hä? So, die Schatzkiste holen wir uns noch schnell und dann beenden wir die Folge auch für heute, Leute. Zack. Au! Meine Güte. Wo kommst du denn jetzt her? Warte mal. Und der mich da oben auch noch nervt. Ah. Ganz ruhig, Link, ganz ruhig. Zack. Einmal ordentlich anstoßen. Und. Nein! Voll daneben. Hä, warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Schon wegen der Fledermaus. Prinzipiell immer erstmal jemand anderen die Schuld geben, das finde ich gut. Schön aus der Schusslinie nehmen. So, zack. Na toll, ist ja gar nichts passiert. Du, zack. Du. So, zack. Ja, verdammt. Muss ich die nochmal anschießen oder was ist da los? Gibt gerade schön Überlänge für euch, ne? Aber ich hätte gerne noch den Schatz, bevor ich hier die Folge beende. Da bin ich halt so. So, zack, das ist kein Problem. Was ist denn hier los? Aber ich merk's bei euch, ne? Bei euch kribbelt's auch an den Fingern. Ihr wollt wissen, was da noch in der letzten Schatzkiste ist. Deswegen bleibt ihr dran, auch wenn es total unspektakulär ist, wie ich hier gerade eins nach dem anderen versemmel. So. Eindeutig, ich brauche einen Büsterich. So. So, jetzt aber. Sehr schön. Oh, jawohl. Okay, was haben wir hier als letztes Item für heute? Ein weiteres Insekt. Sehr schön. Perfekt. Da haben wir schon wieder drei Insekten, die wir abgeben können, ne? Potenzielle Insekten mit Schlüsseln etc. pp. Sehr schön. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zu einer neuen Folge zum Randomizer von Twilight Princess. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hier in den Ruinen. Auf Wiedersehen und tschüss.